Jeder sucht ihn und einige finden ihn auch. Den perfekten Traumjob. Was viele aber nicht bedenken ist, dass sich der ach so tolle Traumjob auch ganz schnell in den absoluten Albtraumjob verwandeln kann. Hier sehen Sie nun ein paar Beispiele. Als erstes hätten wir den Musiker. Was gibt es Schöneres, als ein begeistertes Publikum und mit seinem ehemaligen Hobby Erfolg zu haben und damit Geld zu verdienen? Ich sage es Ihnen. Momente wie wenn es beim Üben eine Stelle gibt, die man einfach nicht hinbekommt und dabei komplett verzweifelt. Aber gehen wir weiter zum nächsten Job, nämlich dem des Lehrers. Es ist ein schönes Gefühl, der jungen Generation etwas beizubringen. Nicht mehr so schön ist es aber, wenn die Schüler andauernd dumme Fragen stellen müssen. Der nächste Beruf geht sehr in die kreative Richtung, und zwar der Zeichner oder Grafiker. Eigene Ideen so umsetzen zu können, muss doch wirklich ein wahrer Traum sein. Aber nicht, wenn ein Auftrag reinkommt und einem die Kreativität fehlt und als i-Tüpfelchen kommt noch die Deadline hinzu. Vielleicht ein etwas ungewöhnlicher Traumberuf, aber dennoch von einigen einer. Der Büroangestellte. Hierbei ist die ruhige Atmosphäre so beliebt. Bei diesem Beruf weiß der Angestellte, wie er seine Arbeit verrichten kann. Lustig wird es dennoch erst, wenn die anderen Kollegen einem die Arbeit übergeben. Ich hoffe, wir konnten einen guten Einblick geben, wie schnell ein Traum zum Albtraum werden kann. Wir bedanken uns bei Ihnen fürs Zuschauen und wünschen noch viel Glück bei Ihrer Suche nach dem perfekten Traumjob. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.